Neben dem Micro-LED-Displays hat Samsung aber auch ihre neue AI vorgestellt, Bixby 2.0. Mit der ist es nun möglich, auch die neuen TV-Geräte per Alexa oder auch Google Home anzusteuern. Das Ganze ist mir hier auch vorgeführt worden. Das funktioniert erstaunlich gut, muss ich sagen. Das Schöne ist jetzt, dass bei Bixby 2.0 die Fernbedienung nicht mehr in der Hand gehalten werden muss, sodass man ja den Mikrofonknopf drückt, um Sprachbefehle an den TV weiterzugeben. Das Ganze funktioniert jetzt ähnlich auch wie bei Alexa und Google Home, wenn die Fernbedienung zum Beispiel auf dem Wohnzimmertisch liegt. Ja, das Ganze ist hier vorgeführt worden und klappte wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Darüber hinaus auch, wie bereits in anderer News auf unserer Homepage schon zu lesen war, ist es nun möglich, bei den neuen TV-Modellen iTunes über die Samsung TVs und seine Apple Library abzuspielen, was natürlich auch ein absolutes Novum darstellt und den ein oder anderen User sicherlich freuen wird. Ich habe auch nachgefragt, ob Bixby 2.0 auf ältere TV-Geräte aus 2017 und 2018 verfügbar sein wird, aber zum jetzigen Zeitpunkt konnte mir das hier noch keiner beantworten. Sollte da in Zukunft was bekannt geben, dann könnt ihr das auf unserer Homepage 4kfilme.de als erste nachlesen.